danke, dass ich eben ja hier sein kann und vor so vielen sprechen kann. Und ich habe mir gedacht, was kann ich denn beitragen? Das Problem ist, es gibt nicht wirklich eine gute neurowissenschaftliche Studie zum Spielen von Shakespeare und die Auswirkungen aufs Gehirn. Deswegen aber gleich die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, also gut, da gibt es halt nichts, dann kann man auch nichts dazu sagen, ist auch falsch. Und Gott sei Dank gibt es doch einiges. Also vielleicht eine der neueren Studien, vor etwa 2 Monaten kam eine Studie in Science Magazine. Das ist eigentlich das Interessanteste, diese Studie ist tatsächlich in Science publiziert. Und die Studie hatte zum Inhalt, dass das Lesen guter Literatur, ich sage gleich was dazu, was das vielleicht ist, dass das Lesen guter Literatur dazu führt, dass man Emotionen bei anderen Menschen besser erkennen kann. Verrückte Studie, in Science Magazine, 5 Experimente an Gruppen gemacht und es war so, man hat sich also überlegt, was ist denn eigentlich gute Literatur, und das Interessante ist, die Quellen, die da zitiert werden, die sind so von 1960 und 65, wo sonst alles, was zitiert ist, nicht älter als 3 Jahre ist, ja? Aber das ist uralt. Und gute Literatur ist, wo es nicht so klar ist oft, wo man sich überlegen muss, worum geht es hier eigentlich, oder ist das wirklich so, wie ich mir es gerade denke, oder ist vielleicht doch ein bisschen anders. Also man muss viel mehr mitdenken. Beispiel, was auch genannt ist, ist Tschechow. Ein Beispiel für schlechte Literatur, wo man wenig denken muss, ist Rosamunde Pilcher. Steht da auch, ja. Und es gab auch Kontrollgruppe, wo man gar nichts lesen musste. Aber die wichtigsten Vergleiche war gute mit schlechter Literatur, und es kommt immer das Gleiche raus, nämlich in nochmal 5 Experimenten, dass ich bei anderen Menschen, ich kann erstens besser die Welt aus deren Augen betrachten, da gibt es entsprechende Tests, wo man das machen muss, um die Tests zu lösen, und das hat man gemacht, und das klappt tatsächlich besser, wenn ich vorher gute Literatur gelesen habe. Und es zeigt sich tatsächlich auch, dass ich Emotionen in anderen Gesichtern besser erkennen kann, wenn ich vorher gute Literatur gelesen habe. Also wer noch meint, man könne nicht nachweisen, Literatur bringt was, Science Magazine, etwa 2 Monate her. Sie können es auch, ich habe da was drüber geschrieben, Sie können es auch bei mir nachlesen. Weil ich das so interessant finde, ja, wir haben heute, und ich will Ihnen ja so ein kleines Feuerwerk abfackeln mit Studien, die relativ neu sind und die uns wirklich zeigen, was man besser machen soll oder auch was man besser nicht machen soll. Leider habe ich von den letzteren auch welche. Aber weil es so wichtig ist, weil viele Leute heute machen, was sie nicht machen sollten, wenn man überlegt, was gut für sie ist und was auch gut für ihre Bildung wäre. Da ich aus der Hirnforschung komme, kann ich für die 5, 6, 7 Leute unter Ihnen, die noch nie was vom Hirn gehört haben, Ihnen den Crashkurs Hirn nicht ersparen. Die anderen müssen halt jetzt mal kurz zuhören. Ich muss das erzählen, weil es nur so einen Hintergrund gibt, vor dem der ganze Rest ganz plausibel wird. Was Sie hier sehen, sind 4 Gehirne, eigentlich sind es nur 2, ja, nämlich hier eins und hier eins. Und da muss man ja kein Fachmann sein. Die sehen schon ein bisschen anders aus. Ja. Vor allem sieht man das hier. Also so, das ist der Normalfall, kann ich ja gleich mal sagen. Also hier ist Gehirn, ja. Und das hier, da ist eigentlich, sehen Sie, da ist nichts, ja. Und das ist einfach so durchgeschnitten, einmal so durchgeschnitten, ja. Und Sie sehen, hier müsste es eigentlich so aussehen, ja. Das Verrückte an den beiden Bildern ist, dass der Mensch, von dem man die Bilder gemacht hat, ja, der ist völlig normal. Der hat nichts. Das ist ein französischer Beamter mit 2 Kindern. An dieser Stelle wird immer gelacht. Und ich bin deutscher Beamter mit 6 Kindern. Ich weiß nicht warum Sie da lachen, aber man lernt hier ja was. Man lernt hier was, dass unser Gehirn ein Ding ist, von dem reicht also weniger als die Hälfte auch. Also wir brauchen nicht das ganze Hirn. Also so vielleicht so 30%, mehr hat er auf keinen Fall. Reicht. Und hier sind noch, das ist das Gleiche wie eben, hier sind noch andere, das ist ein Münchner, Lastwagenfahrer. bei dem fehlt vorne alles. Ja? Und wenn Sie diese beiden Bilder einem Mediziner zeigen, dann sagt er irgendwie, der ist tot, dieser Mensch ist tot. Und die beiden, die wurden zufällig mal in die Röhre gelegt, das war ja das Verrückte, ja? Die hatten nichts. Ja? Und deswegen wurden die auch einzeln publiziert, diese Gehirne, weil die Ärzte haben gesagt, boah, wow, das gibt's doch gar nicht. Ja? Und dann hat man das als Existenzbeweis, hey, sowas gibt's, ja, publiziert, genauso wie das hier, ältestes Bild, Mädchen mit 3 Jahren Gehirn, es wurde das Gehirn amputiert,
das linke, weil da war eine Krankheit, die drohte auf die andere Hirnhälfte überzugreifen, hat man halt sich zu einer heroischen Therapiemaßnahme geschlossen. Halbes Hirn, rausoperiert. Und mit 7 wurde es nachuntersucht, in der besten Medizinzeitschrift, die es weltweit gibt, wurde das publiziert, das Bild mit einem kleinen Text dabei, und der Text liest sich, man würde erwarten, das Kind ist halb seitengelähmt, weil hier fehlt ja alles, hier sitzen die Sprachzentren, also geht sprechen nicht, verstehen nicht, motorisch-sensorische Sprachzentren, alles weg. Ja? Und Fakt ist, das Kind mit 7 Jahren springt rum, ist also nicht halb seitengelähmt und spricht, she's fluent in Turkish and Dutch, steht da so schön. Also sie spricht 2 Sprachen fließend. Auch ein Existenzbeweis. Ja? Und Existenzbeweise haben eine ganz einfache logische Form. Guck her, sowas gibt's. Ja. Und wenn es sowas geben kann, ja, dann zeigt Ihnen das, dieses vor allem, wie unendlich lernfähig junge Gehirne sind. Ja. Denn wenn Ihnen oder mir das passiert, dann wären wir halbseitengelähmt und wir würden nicht mehr reden. Ja. Und die hier, die hatten das auch seit früher Kindheit. Ja. In der Kindheit wird besonders schnell gelernt. Das hier, Science 2006, ein Ökonom hat mal versucht, aus den vorhandenen Daten das so zu kondensieren, dass man schnell eine Übersicht hat, nämlich, wo muss ich einen Dollar in Bildung investieren, damit er sich am meisten rentiert? Und die Antwort ist, je früher, je besser. Je früher, desto mehr Rendite. Und woher kommt das? Weil je jünger das Gehirn ist, desto mehr lernt es pro Zeiteinheit. Ja? Kinder lernen jeden Tag, kann man ausrechnen, wenn man weiß, wie viele Wörter kennt ein Sechsjähriger, wie viel Zeit hatte der, die zu lernen, da kommt man drauf, die müssen am Tag etwa so 15 Wörter lernen. Ohne Pauken. Ja. Und die lernen das halt, weil die so schnell lernen können. Und wer es nicht glaubt, spielen Sie mal mit Ihrem 5-jährigen Memory. Sie verlieren immer. Ja. Guckt einmal hin, weiß es. Ja. Weil... Und Sie sehen hier, ja, also wenn ich davon rede, dass alle älteren Menschen langsam lernen, dann meine ich nicht alle über 70, ich meine alle über 17. Denn da sehen Sie, hier ist die Kurve unten. Ja. Aber bevor Sie jetzt depressiv werden und nach Hause gehen, muss ich noch was sagen, nämlich, das ist nur die halbe Wahrheit. Und Sie, die andere Hälfte, die wissen Sie auch. Und ich frage Sie jetzt aus Ihnen heraus, wer kann wohl eine Sprache besser lernen? Einer, der eine Muttersprache kann oder einer, der schon 5 kann? Der schon 5 kann. Wer lernt ein Instrument besser? Einer, der noch gar keins kann oder einer, der schon 5 kann? Der schon 5 kann. Wenn ein neues Werkzeug auf den Markt kommt, irgendein neues, verrücktes Werkzeug, wer lernt mit dem Ding besser umgehen? Einer, der schon 25 Werkzeuge kennt und mit denen umgehen kann oder der noch keins kennt? Immer dasselbe, ja? Wer schon was kann, der lernt ganz schnell das andere auch noch. Unser Gehirn scheint anders zu gebaut zu sein als dieser Computer hier. Denn der hat eine Festplatte, ja? Und wenn die halb voll ist, dann passt noch halb so viel rein. Und eben habe ich aus Ihnen rausgefragt, dass Ihnen klar ist, das Ding hier ist irgendwie ganz eine eigenartige Festplatte. Je mehr da drin ist, desto mehr passt noch rein. Oder haben Sie einmal irgendwen gehört, der gesagt hat, also ich kann jetzt 5 Sprachen, meine Sprachzentren, die sind einfach voll. Das ist verrückt. Sie lachen über sowas, ja? Das haben Sie noch nie gehört. Und es gibt Leute, die können 30 Sprachen und lernen die 31. in 6 Wochen. Das gibt's ja. Ja. Also Ihnen ist intuitiv klar, völliger Blödsinn zu behaupten, bei mir ist schon ganz viel drin, da passt nichts mehr rein. Aber was folgt denn da draus? Jetzt denken wir es mal zu Ende. Ja. Wir sind hier, was unsere Lernfähigkeit anbelangt. Lernfähigkeit im Sinne von, da oben ändert sich alles. Ja. Und trotzdem sind wir, je mehr Sprachen wir schon können, in der Lage, noch mehr zu lernen. Unser Gehirn ist eben keine Festplatte. Ja. Und unser Hirn hat die irre Eigenschaft, dass es umso mehr lernen kann, je mehr da schon drin ist. Daraus folgt natürlich auch, schlechte Karten haben Sie, wenn Sie 17 sind, ist noch nichts drin. Dann haben Sie richtig schlechte Karten. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Schule viel lernen, also ganz klar. Ja? Weil dann passt auch ganz viel Wein. Ja. Wie geht Lernen? Kennen Sie zum Erbrechen? Ja, ich auch. Also deswegen mache ich es. Nervenzellen sind da, die haben Verbindungen. Hier sehen Sie welche. Hier sehen Sie nochmal so eine Verbindung, ganz schön gemalt. Ja, Synapse heißt das Ding. Ja. Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen im Kopf. Die hat jede etwa 10.000 Verbindungen. Das macht 10.000 mal 100 Milliarden Verbindungen. 10.000 mal 100 sind 1 Million. Also haben wir 1 Million Milliarden Verbindungen in unserem Kopf. Die Frage ist, die sich jetzt unmittelbar stellt, ja, wozu denn? Denn der Impuls könnte ja einfach hier weiterlaufen. Ja? Aber da ist hier so ein Ding. Als ich studiert habe, wenn man dann gefragt hat, ja, wofür braucht man die Synapse? Dann war die Antwort, damit der Impuls von da nach da geht.
Das ist völliger Nonsens. Ja? Dafür bräuchten sie bloß ein Stück Kabel. Fertig. Das Ding bräuchten sie dafür nicht. Ja? Und dieses Ding stellt sich raus, das ist langsamer. Da braucht es ein bisschen Zeit hier, ja? Als so ein Kabel. Das kostet auch Energie, dieser ganze biochemische Kladderadatsch, den man hier sieht. Ja? Also es ist lahmer und kostet mehr Energie als ein Kabel. Ja? Ist also ineffizient, so eine Synapse. Die Frage, ja, wofür haben wir sie denn da? Und als ich studiert habe, wussten wir es nicht. Und heute wissen wir es. Und dass wir das heute wissen und vor 30 Jahren nicht, ist die wichtigste Erkenntnis der Gehirnforschung, die wir generiert haben in den letzten 30 Jahren. Warum gibt es Synapsen? Und nochmal, die Frage ist nicht blöd gestellt, weil davon haben wir 1 Million Milliarden. Das wäre schon interessant. Wozu denn? Ja? Und die Antwort ist ganz simpel, die Dinge ändern sich. Und das ist ihr Job. Und zwar dauernd. Wann? Wenn sie benutzt werden. Die wurde benutzt, die nicht. Und deswegen sieht die so aus. Das ist 1999 publiziert. Nochmal 10 Jahre später, 2009. Hoppla, hier. Hier sehen Sie ein Stück einer Nervenzelle. Ja, also wir sind meinetwegen jetzt hier oder hier oder hier. Und dann gucken Sie einfach mal genau hin. Und 4 Tage später wieder. Wieder, es geht. Schwierig, aber es ging. Und nochmal 4 Tage später. Und was sehen Sie? Die Autoren haben es uns leicht gemacht. Ein blauer Pfeil sagt, hier ist so eine Verbindungsknubbel gewesen. Ja, und hier ist er weg. Nehmen wir genauso wie auf dem Bild. Was Sie hier nicht sehen, ist etwa 99% dessen, was da ist. Denn Sie können so Bilder eigentlich gar nicht machen, weil hier überall auch noch Nervenzellen sind und vor allem unendlich viele Fasern, überall ist voller Fasern. Ja? 10.000 Fasern kommen hier an. Ja, wenn die auch noch hier zu sehen wären, würden Sie gar nichts mehr sehen. Wie macht man so Bilder? Man muss da Farbstoff reinfüllen mit einer winzig kleinen Spritze in so eine Nervenzelle. Dann kann man muss man warten, bis die sich verteilt, der Farbstoff, und dann leuchtet man drauf und dann sieht man nur das Leuchten, wo der Farbstoff drin ist. Und sonst sieht man nichts. Das ist der Witz. Ich erzähle Ihnen nicht, wie man so Bilder macht, damit Sie morgen anfangen, Nervenzellen zu fotografieren, sondern damit Ihnen klar ist, dieses Bild ist ein hoffnungsloses Kunstprodukt. Ja, so sieht es nicht aus in unserem Hirn. Ja? Aber Sie können eben von diesem Filz, der hier ist, ein Gefilze und Gemache, können Sie kein Bild machen. Ja, schon gar kein so schönes. Und genau deswegen sieht man eben hier fast alles, was hier ist, nett. Nur das, wo man Farbe reingetan hat, das sieht man. Und so macht man solche Bilder seit 100 Jahren. Ich sage das, weil hier sind eben, hier sind eben auch Fasern, die ankommen, was man aber, die sieht man nicht, aber die Andockstellen, die sieht man. Und hier sieht man, da war eine, jetzt ist sie weg. Und hier sieht man, da ist eine, die war hier nicht. Mit anderen Worten, wir haben hier 8 Tage und wir sind ja an einem Stückchen, einer Nervenzelle. Und wir haben 8 Veränderungen. Blaue und rote, da kommt was dazu, da ging was weg. 8 Tage, 8 Veränderungen, also 1 Veränderung pro Tag. Wie viele Nervenzellen, habe ich gesagt, haben Sie im Kopf? 100 Milliarden. Wenn Sie 1 Veränderung pro Tag pro Nervenzelle haben, haben Sie heute 100 Milliarden Veränderungen in Ihrem Kopf erlebt. Haben Sie was davon gemerkt? Ich nehme an, nicht. Ja. Aber das passiert in Ihrem Kopf. Jetzt kann man auch sagen, ja, wozu denn? Das wissen wir gut. Die Studie 2009, die fing da erst richtig an. Weil am Tag 9 hat man dafür gesorgt, dass das Tierchen genau da was lernen musste. Und zwar über 1 Woche lang. Eine Aufgabe, wo es am Anfang nicht gut war. Und dann über 1 Woche, jeden Tag ein paar Stunden Training, wurde es immer besser. Und dann hat man weitergeguckt am Tag 12 und am Tag 16. Wie sieht denn das da aus? Und was sehen Sie? Rote Pfeile, keine blauen. Da wurden neue Verbindungen geknüpft. Und roter Pfeil ist eine neue Verbindung. Und man hat nicht nur die paar fotografiert. Nein, man hat überall gezählt. Und da können Sie den Lernfortschritt beobachten. Das Tierchen hat ja gelernt, man hat geguckt, wie viel besser wird es jeden Tag. Und Sie können zählen, was ist mit den Synapsen. Sie finden, das korreliert, auf gut Deutsch, das geht Hand in Hand. Sie gucken hier Lernprozessen zu, weil Lernprozessen ist, da entstehen neue Verbindungen im Kopf. Und das ist richtig spannend, weil wir wissen heute eben, was Lernen ist. Ja, da entstehen Verbindungen. Und blaue Pfeile sind auch wichtig. Da müssen auch wieder welche abgebaut werden, nämlich die man nicht braucht. Ja. Denn sonst kann man zeigen, müssten Sie alle nur noch epileptische Anfälle haben, wenn da oben alles wahnsinnig verbunden wäre. Ne? Sie müssen ganz spezifische Verbindungen haben, die dann eben dem Lerninhalt entsprechen und andere eben nicht. Man kann es auch so sagen, ein Bild mit lauter ganz hellen Punkten, da sehen Sie nichts. Da müssen helle und dunkle sein, damit da was ist. Und so ist es im Hirn auch, damit da Information gespeichert ist. Nur Einsen ist null Information. Ja, das geht nicht. Deswegen muss es Muster geben. Und diese Muster, die haben wir hier. Und wie kommen die da rein? Erfahrungsabhängig. Und wann passiert das vor allem? In den ersten 2 Lebensjahrzehnten. Das ist völlig banal, was ich Ihnen erzähle. Aber es ist wichtig, um den ganzen Rest zu kapieren. Eine Sache ist noch spannend, nämlich
Sie können jetzt sagen, na, das macht man halt mit Ratten und da kann man halt genau hingucken, aber für uns Menschen hat es doch keine Bewandtnis. Doch. Zunächst mal könnten Sie jetzt einwenden, also Herr Spitzer, das kann nicht sein. Denn ich kenne niemanden, der richtig viel gelernt hat und so einen Kopf hat. Deswegen. Ja? Das Problem, wenn Sie einen Muskel trainieren, dann wächst er ja auch. Ja? Und das sehen Sie. Und wenn Sie das Hirn trainieren, behaupte ich, dann wächst es. Denn Sie sehen ja hier, da wächst was. Aber das, keiner hat so einen Kopf, der was weiß. Wo ist das Problem? Ja, unser Gehirn ist so wichtig, dass es ringsherum von Knochen umschlossen ist. Deswegen kann es gar nicht wachsen. Wenn Sie aber mehr Materie auf dem gleichen Raum haben, was haben Sie dann? Dann wird es dichter. Und Dichtemessungen, die können Sie heute von außen machen, beim Menschen. Sie können also, oder Sie könnten dann tatsächlich beim Menschen solche Sachen auch beobachten. Statt Noten zu geben, nehmen Sie einfach einen Scanner und messen nach. Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber ich zeige Ihnen mal eine nette Studie, die geht ganz in die Richtung. Wenn Sie heute Abend nach Hause finden, Sie, nicht Ihr Navi im Auto, sondern Sie, dann machen Sie es mit dem Ding. Das ist nämlich das Navi in Ihrem Kopf. Sitzt da nochmal, also hier und hier, zweimal haben wir es. Und wenn es, das ist praktisch, wenn es nämlich einmal ausfällt, finden Sie immer noch heim, weil Sie haben ja noch ein zweites, ja, im Kopf. Hier sitzt es auch, man kann es also gut vermessen und sich angucken und so weiter. Weiß man schon Jahrzehnte, dass das Ihr Navi ist. Ja? Heißt Hippocampus. So, und schon vor längerer Zeit, vor 15 Jahren, haben Londoner Gehirnforscher, Londoner Taxifahrer, von denen weiß man, dass das die Besten der Welt sind, denn die müssen sich da zurechtfinden. Das ist Innenstadt von London, fast alles Einbahnstraßen. Und es ist tatsächlich so, dass Sie in London nur Taxi fahren dürfen, wenn Sie nach etwa 4 Jahren Training eine Prüfung bestanden haben und nachgewiesen haben, dass Sie 25.000 Straßen wissen und noch 3.000 Plätze obendrauf. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Ja? Zum Vergleich, ich habe mal in Hamburg und Berlin gefragt, oh, so 800 müssen die können. London 25.000. Ja? Und die Hälfte, die das probieren, die fallen durch und werden dann kein Taxifahrer. Das ist ganz streng geregelt in London. Jetzt haben Londoner Gehirnforscher schon, wie gesagt, vor 15 Jahren herausgefunden, dass Londoner Taxifahrer ein bisschen dichteren Hippocampus haben. Also das haben die rausgekriegt, mit Hirnforschung damals schon. Wobei die haben eigentlich die Größe gemessen und gefunden, das Ding ist wirklich ein bisschen größer. Also ein bisschen Größenveränderungen, die gehen schon. Ja. Problem ist, wenn man das weiß, weiß man nicht, warum das so ist. Bleiben wir beim Sport. Wenn Sie Gewichte stemmen, kriegen Sie dicke Muskeln. Das ist ein Trainingseffekt, ganz offensichtlich. Aber wenn Sie zum Beispiel Basketball spielen, werden Sie nicht deswegen groß. Ja, kein Papa sagt, Junge, spiel Basketball, da wirst du groß. Ja. Aber trotzdem sind die Basketballer ja alle groß. Wie kommt das? Ganz einfach. Weil der Korb da oben ist. Ja. Ist praktisch, wenn man groß ist. Und die Kleinen haben halt eine geringere Chance, da dran zu kommen. Und deswegen selektionieren sich hier besser die Mannschaften und die Großen raus. Es ist halt so ein Selektionseffekt. Jetzt kann man fragen, sind die Taxifahrer mit dem kleinen Navi eben sowieso durch die Prüfung gefallen, ja, die Großen übrig geblieben, also mit dem großen Navi, oder ist es, wenn man 4 Jahre lang heftig übt, wird dann das Navi groß? Wie kriegen Sie das raus? Also Sie müssen ein bisschen mehr Aufwand treiben. Ja. Sie nehmen Taxifahrer-Anwärter, legen die in die Röhre, vermessen alles, ja, warten 4 Jahre ab, gucken, wer fällt durch die Prüfung und wer nicht, scannen nochmal, ja, und gucken, hat sich da was verändert. Dann nehmen Sie noch 30 ganz normale Leute, die nicht Taxi fahren, legen die auch in die Röhre, warten 4 Jahre, scannen wieder und gucken sich das an. Das haben die gemacht. Vor etwa 2,5 Jahren publiziert. Ich zeige Ihnen, was rauskommt. Kontrollgruppe. Scan vorher, hinterher und das ist das Stückchen, was ich Ihnen gerade gezeigt habe und jetzt genau die Dichte von dem Ding. Wie dicht ist der Hippocampus? Dieses interne Navi. Kein Unterschied. Die haben ja es auch nicht benutzt, die haben ja nichts gelernt. Ja? Hier, Training, Prüfung nicht bestanden, auch kein Unterschied. Training, Prüfung bestanden, das Ding ist dichter geworden, vorher, nachher. Jetzt wissen Sie es. Ihr Navi wächst wirklich mit der Benutzung. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Ihr Navi im Auto einschalten. Ja? Und dann Ihr das Ding nicht mehr benutzen, denn ich muss Ihnen nicht sagen, was dann mit dem Ding passiert. Ja? Das wissen Sie jetzt. Und das ist nicht die einzige Studie. Wir haben heute eine ganze Reihe von Studien. Eine zeige ich Ihnen noch, ne? Eine ganze Reihe, wo wir wirklich, Sie lassen Leute jonglieren lernen und messen vorher und hinterher und dann finden Sie ein Fleckchen im Hirn, das ist für Jonglieren zuständig. Und das wird dichter. Also solche Sachen gehen heute.
Und nochmal, was Sie hier eigentlich sehen, ja, das ist die Zunahme von diesen Verbindungen. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil ich Ihnen jetzt was sagen will, was ganz, ganz, ganz spannend ist, noch spannender als das von eben, nämlich, naja, wie Sie mit Ihrer Schwiegermutter und Ihren Vorgesetzten und Ihren Kindern und Ihrem Nachbarn und auch sonst allen möglichen Leuten umgehen, ist ja viel schwieriger als nach Hause finden. Und nach Hause finden, das können Sie bei Ratten super untersuchen. Die tun Sie in so ein Labyrinth und dann muss Sie das herumfinden, das Tierchen. Dann finden Sie dieses Navi-Ding. Und das hat man schon vor Jahrzehnten gemacht. Aber testen Sie mal die Fähigkeit des Umgangs mit der Schwiegermutter bei Ratten. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil hier sehen Sie 2009, wie Sozialverhalten im menschlichen Gehirn funktioniert, wie es da gemacht wird. Ja? Also alles zwischen Empathie und Demokratie. Das wissen wir noch gar nicht so lang, weil es Gehirnforschung zum Sozialverhalten noch nicht so lang gibt. Die gibt es vielleicht so 10 Jahre. Ja. Aber umso spannender ist es natürlich. Und das ist eine Übersicht, es gibt noch mehr. Da sehen Sie, es sind 8, nicht 1, 8. Und auf jeder Seite vom Hirn haben wir 8. Ja. Bereiche, Gehirnmodule, wie man auch sagen kann, die für Sozialverhalten zuständig sind. Ja. Verschiedene Aspekte von Sozialverhalten. Und das ist schon mal interessant, aber man kennt die Dinger eben. Ja. Und jetzt noch eine neuere Studie, 2011. Jetzt wissen wir von mindestens, das gibt nur die, eine Studie beim Affen, die hat man in Kindheit und Jugend, geht beim Affen 1,5 Jahre, entweder alleine oder zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, zu sechst oder zu siebt im Käfig gehalten. Vorneweg Hirn vermessen, hinterher vermessen und dann geguckt, gibt es Hirnbereiche, die umso größer gewachsen sind, je mehr Viecher da im Käfig sind. Das müssten ja dann soziale Areale sein, weil je mehr im Käfig sind, desto mehr Sozialkontakte hat so ein Äffchen. Ja? Und genau das gibt es tatsächlich. Und es sind, müssen Sie mir jetzt glauben, tatsächlich Homologe, so nennt man das, wenn man sagt, wir haben es und der Affe hat es auch, ja, an der gleichen prinzipiellen Stelle des Gehirns, Bereiche, von denen wir wissen, bei uns sind die für Sozialverhalten zuständig, beim Affen kann man annehmen auch. Und was ist mit denen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist Nummer der, also Anzahl der Äffchen im Käfig, ja, während Kindheit und Jugend. Und das ist die Dichte von jeweils dem hier gesehenen Areal. Und Sie sehen, das Ding ist umso dichter, je mehr Sozialkontakte das Äffchen gehabt hat. Das soziale Hirn wächst mit der Aufgabe. Sehen Sie hier. Jetzt können Sie noch sagen, es geht uns das an, das sind Äffchen. Können Sie aber auch nicht mehr. Robin Dunbar ist vielleicht der berühmteste Primatenforscher, den es auf der Welt gibt, einfach ein sehr bekannter. Und der hat sich die Frage gestellt, finden wir solche Effekte auch? Und der und seine Truppe, die haben 2012 tatsächlich den ersten Bericht, es gibt nur den, ja, wo sie gefunden haben, dass ein Stückchen soziales Gehirn, das habe ich Ihnen vorhin, es war eins, das sitzt hier oben, das war eins auf der Karte in Science Magazine 2009. Und dieses Stückchen, mit dem haben wir uns auch schon viel beschäftigt, das macht wirklich Sozialverhalten, von dem haben die gezeigt, dass es umso größer ist, je mehr Bekannte einer hat. Und das ist cool, ja? Der legt sie in die Röhre und sagt, wie viele Freunde sie haben. Ja? Das ist richtig cool. Ja? Aber was zeigt es? Ja, unser soziales Gehirn wächst mit der Aufgabe. Und warum treibt mich das so um? Das kann ich Ihnen auch sagen. Weil es solche Studien gibt. Das ist jetzt 2012 im März, knapp 3.500 Mädchen aus Amerika, ja 8 bis 12. Und was hat man rausgefunden? Dadurch, dass man die genau befragt hat, die sind 2 Stunden täglich mit anderen Mädchen zusammen und 7 Stunden täglich in Facebook. Jetzt werden Sie sagen, ja klasse, da haben die also 9 Stunden Sozialtraining am Tag. Nein, haben sie nicht. Warum? Weil wenn sie in Facebook sind, ist da ja niemand. Da ist ja nur ein Bildschirm. Da ist keine Mimik und keine Gestik und keine Sprachmelodie und wie sollen sie Empathie lernen? Und das lernen sie zwischen 8 und 12, das lernen sie sogar noch weiter. Also Sozialverhalten wird gelernt, bis wir über 20 sind. Also das ist eines der wenigen Dinge, die wir noch bis in die 20er hinein wirklich, wo sich das Gehirn auch noch entwickelt in diesen Bereichen. Alles sehen ist längst fertig, ja? Aber Sozialverhalten, da brauchen wir eine Weile, ist ja auch so schwierig. Ja? Sie können 7 Stunden Facebook gar nicht ihre sozialen Netzwerke trainieren. Hinzu kommt, es gibt Studien, im Netz wird mehr gelogen als sonst wo auf der Welt. Ja, das ist nachgewiesen. Oder sie lernen auch nichts, wenn sie eben online und chattend unterwegs sind. Schöne Studie, sie nehmen immer drei junge Leute und die dürfen zusammen ein Video gucken. Und dann werfen sie hinter die Münze, Kopf, die dürfen drüber reden. Zahl, jeder geht in ein Zimmer und man chattet miteinander. 2 Wochen später geben Sie einen Fragebogen aus, was war in dem Video los? Was glauben Sie, wer sich wohl mehr merkt?
Na, die, die miteinander geredet haben. Da bleibt mehr hängen beim Reden, als wenn man miteinander vor dem Bildschirm hockt, also jeder einzeln und dann eben ein bisschen miteinander tippt. Ja? Also nochmal nachgewiesen. Jetzt können Sie noch sagen, na, die Amis, die spinnen halt, wir machen es besser, können Sie aber auch nicht machen. Dieses völlig unverdächtig, Medien selber haben diese Studie gemacht. Ja? Und was kommt da raus? Da kommt raus, dass bei den 6- bis 13-Jährigen, ja, wenn die im Netz sind, wo sind die dann mit der größten Wahrscheinlichkeit? In Facebook. Kam im April letzten Jahres raus, die Daten sind von 2012. Aber nochmal, 6- bis 13-Jährige, wenn die irgendwo sind, sind sie in Facebook. Interessant ist ein kleines Detail, in Amerika sollte man ab 13 frühestens in Facebook sein. Die Mädchen waren aber 8 bis 12. In Deutschland sollte man ab 14 frühestens in Facebook sein. Die Probanden sind 6 bis 13. Und wo sind sie? Also keiner von den Kindern, die hat da was zu suchen gehabt, sind aber alle da. Ja, das gibt da. Jetzt zeige ich Ihnen was ganz anderes, was völlig anderes. Nämlich eine Studie von Medizinern gemacht, die größte, die es dazu gibt, über 4.000 Jugendlichen, bei denen hat man, das sind Längsschnittdaten von zwei großen Kohortenstudien, eine aus Neuseeland, eine aus England, und hat man zusammengefasst und man hat gemessen, wie viel Zeit verbringen diese jungen Menschen vor dem Bildschirm, also Fernsehen plus Playstation plus Video, heute plus iPad und plus iPhone. Ja? Wie viel Zeit insgesamt vor dem Bildschirm? Und wie gut ist die Relation zu Freunden und Eltern? Wie empathisch, Attachment, Bindung? Ja? Wie gebunden sind die zu Eltern und Freunden? Und was kommt raus? Je mehr Screen Media Time, ja, Adolescent Screen Time, je mehr Zeit vor dem Bildschirm, desto weniger Bindung zu Eltern und Freunden. Auf gut Deutsch, desto mehr größere soziale Analphabeten sind das. Nun, wenn ich Ihnen das Ganze vorher nicht gesagt hätte, dann könnten Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, naja, ist das doch klar, die Autisten gucken halt mehr fern. Ja? Also, das können Sie aber nicht. Weil ich habe Ihnen den Wirkungsmechanismus ja schon erzählt. Das Gehirn wächst mit der Aufgabe, auch das soziale Gehirn wächst mit der Aufgabe, sogar bei uns. Und Sie haben keine Sozialkontakte, wenn Sie online sind. Was folgt? Es wächst da halt nicht, es entwickelt sich nicht. Und was folgt? Das folgt. Und nicht, dass die es sowieso nicht können, halt ein bisschen lieber Fernsehen gucken. Ja. Wir haben die Wirkung und wir haben den Wirkungsmechanismus. Und da spricht man, wenn man in der Wissenschaft sowas hat, von Converging Evidence. Das heißt ja oft, ah, der Spitzer, der sucht sich seine Studien raus, wie sie ihm passen. Nee, ich suche mir die raus, die zusammenpassen und vor allem die, die gut sind. Und Sie glauben gar nicht, wie viele schlechte Studien es gibt. Aber als Mediziner und Wissenschaftler bin ich im Knast, wenn ich nach schlechten Studien handle. Deswegen kann ich die gut erkennen und weiß, welche gut und welche schlecht sind. Denn ich bin verpflichtet, als Arzt sie nach den neuesten Erkenntnissen zu behandeln und da muss ich Studien lesen und muss wissen, die taugt was und die nicht. Ja? Also so schöne Talkshow, ach Sie mit Ihren Studien. Ja? Herrgott nochmal, wir haben nichts Besseres. Ja? Dieses Bild wird uns begleiten, denn hier bin ich jetzt endlich beim Thema. Ja? Vielleicht ganz kurz zu dem Bild, damit Sie das richtig verstehen. Und ich könnte die Frage so formulieren, Herr Spitzer, sagen Sie mal, Sie reden von Kindern und Jugendlichen und dann haben Sie so ein blödes Buch geschrieben, so ein unbequemes digitale Demenz. Demenz ist doch was für alte Leute, wie bringen Sie das eigentlich zusammen? Wurde ich tatsächlich schon gefragt. Und die Antwort ist ganz simpel. Das hier ist unser Lebensalter und das hier, man kann es kaum sehen, hier steht Gehirnbildung. Damit meine ich, ganz bewusst habe ich den Terminus gewählt, ja, das Gehirn bildet sich ja. Schauen Sie, das Ding hier, ja, seit ich es gekauft habe, ist keinen Deut besser geworden. Ja. Seit meiner Geburt ist mein Hirn deutlich besser geworden. Ja. Warum? Weil es mit der Welt umgegangen ist und die Welt mit ihm und deswegen hat es da oben jede Menge Verbindungen gegeben. Man kann ausrechnen, dass im Gehirn eines Säuglings pro Sekunde mehrere Millionen Synapsen gebildet werden. Sie haben richtig gehört. Pro Sekunde. Warum? Da passiert, da wächst, da schießt es ins Cloud. Natürlich in Auseinandersetzung mit der Umgebung. 1 Milliarden Synapsen, ja, die müssen Sie erstmal bilden. Und die bilden sich durch die Benutzung des Gehirns. Und wann ist das maximal? Ja, wenn die Kinder klein sind. Und bei 17-Jährigen ist es weitgehend abgeschlossen. Aber nochmal, die wissen ja schon viel und können dann noch obendrauf lernen, ja, wenn sie schon 5 Sprachen können. Die 6. locker. So. Jetzt haben wir also hier die Gehirnbildung, ja, die ist richtig, wird immer besser, das Ding, ja, je mehr es tut. Und jetzt sind sie irgendwann erwachsen und die haben ein tolles Hirn und es funktioniert super gut. Ja, okay. Und dann geht es irgendwann, das wissen Sie leider auch, immer wieder bergab. Ja. Wir reden ja dauernd von Riesenproblemen, die Menschen werden heute so alt, ja, was passiert, es geht halt da oben bergab. Ja. Und das, da kann man, ja, wenn die Hüfte nicht mehr tut, kann man eine neue reinmachen. Ja.
Wenn ihr Hirn nicht mehr tut, neues rein, geht schlecht. Hirntransplantation, nehmen wir an, das ging's. Das wäre die einzige Transplantation, bei der wären Sie lieber Spender als Empfänger. Ja. Sie wollen kein neues Hirn transplantiert kriegen, denn wenn Sie das bekämen, dann wären Sie weg. Und der Spender, der guckt in den Spiegel, wundert sich, dass er so aussieht wie Sie, aber der lebt noch. Ja, er sieht halt nur so aus wie Sie, aber Sie sind weg, ja, weil Sie sind ja Ihr Hirn, Sie haben nicht nur eins. Das ist der Witz, das habe ich Ihnen ja eben auch erzählt. Denn Sie sind diese 1 Million Milliarden Synapsen in Ihrem Kopf. Ja, das sind Ihre Erfahrungen, die stecken da oben drin. Das ist Ihre Festplatte. Und die ist durch. Schauen Sie mal, vielleicht nochmal mit dem Ding hier. Ne? Was ist da drin? Da ist eine Festplatte drin. Was noch? Eine CPU. Was macht die Central Processing Unit? Die verarbeitet Informationen. Wo ist denn hier oben die CPU? Und wo ist die Festplatte? Antwort: Es gibt beides da oben nicht. Alles, was es gibt, sind 100 Milliarden Nervenzellen. Und die verarbeiten Informationen, indem die sich die zuspielen. Hin und her, hin und her, hin und her. Und dadurch ändert sich die Verbindung zwischen ihnen. Und dadurch ändert sich das ganze Ding. Und es wird umso besser, je mehr es benutzt wird. Das wird nicht besser durch die Benutzung. Das schon. Ja. Und das habe ich ja hier hingemalt. Ja, und am Anfang ist die Kurve am steilsten. Warum? Weil das Lernen, denken Sie an diese Kurve von vorhin, ja, weil da das Lernen am heftigsten war. Ja. Und dann haben Sie ein super funktionierendes Gehirn und dann geht es halt kaputt. Einfach nur, wenn Sie alt werden, geht es kaputt. Wobei, das ist nicht so schlimm. Wenn Sie einfach nur alt werden, dann kriegen Sie mit 150 Demenz. Sie werden halt dummerweise mit 150, das heißt, Sie sterben vorher und kriegen deswegen keine Demenz. Ja. Wenn Sie aber noch eine andere Krankheit haben, und da gibt es jede Menge, dann merken Sie es vielleicht doch schon vorher. Demenz ist nämlich keine Krankheit. Demenz ist einfach nur eine Beschreibung. Sie wissen ja, Mediziner, die sind schon clevere Kerle. Ja? Sie gehen zum Doktor, es zieht mir hier so. Sagt der Doktor, du hast Rheuma. Und Sie denken, super Doktor, der wusste sofort, was ich habe. Was Sie nicht wissen ist, Rheuma heißt, zieht so. Das ist halt auf Griechisch. Der Doktor sagt exakt, was Sie ihm sagen, nur auf Griechisch und Sie haben das Gefühl, super Doktor, der weiß was. Ja, es ist wirklich so. Und wenn Sie zu Ihrem Doktor gehen, Herr Doktor, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wie früher und wissen Sie, ich gehe manchmal im Keller und dann weiß ich nicht mehr, was ich da wollte. Und manchmal treffe ich einen und weiß genau, den habe ich gestern gesehen und mir fällt der Name nicht mehr ein. Sagen Sie mal, hab ich jetzt schon Alzheimer? Und dann sagt er, Sie haben Demenz. Und er hat eigentlich nur gesagt, mit Ihnen ging es geistig bergab. Denn D herab, Mens der Geist. Ja, also Sie gehen zum Doktor, Herr Doktor, mir geht es geistig bergab. Und der Doktor sagt, mit Ihnen geht es geistig bergab. Das war alles, was passiert ist. Ja? Wenn der Doktor dann gut ist, dann findet er raus, warum es mit Ihnen geistig bergab geht. Und da gibt es alle möglichen Krankheiten, die das machen. Und manche kann man behandeln, viele nicht. Ja? Zum Beispiel wissen Sie, dass es so eine blöde Krankheit gibt, die ist ganz häufig, die heißt Alzheimer. Ja, da bilden sich hier oben Ablagerungen, Nervenzellen sterben ab. Und wenn Sie die kriegen, ja, da geht es halt hier so richtig bergab. Ja. Aber, und das wird oft gar nicht gesehen, für jeden Abstieg gilt Demenz, geistiger Abstieg. Ja. Je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Das ist total simpel. Wenn Sie vom Matterhorn abwärts gehen, ja, dann können Sie lang abwärts laufen und Sie sind immer noch ziemlich weit oben. Wenn Sie von der Sanddüne zum Meer laufen, sind Sie gleich da. Ja, das klingt so haben Sie sich das mal überlegt, das gilt für Demenz eben auch. Ja? Und gucken wir uns mal hier so die Pfeile an. Stellen Sie mal vor, Sie sprechen zwei Sprachen. Und zwar entweder seit Geburt, weil Sie Ihre Eltern zweisprachig waren, oder vielleicht haben Sie in der Schule schon relativ früh eine zweite Sprache gelernt und die haben Sie richtig gut gelernt und benutzen Sie auch bis heute. Wenn das bei Ihnen der Fall ist und Sie kriegen Alzheimer, kriegen Sie ihn 5 Jahre später. Sie haben richtig gehört. 5 Jahre später. Die Studien habe ich hier zusammengefasst. Das kommt immer so etwa 5 Jahre aus. Das ist die größte aus Indien. Ja. Also erstmal ganz kurz, wie muss man das verstehen? Ja. Na, ganz einfach. Was man heute weiß ist, dass wenn Sie zwei Sprachen sprechen, dann ist immer auch die andere Sprache mit aktiviert, wenn Sie reden. Kann man zeigen durch clevere Experimente. Also bei mir, wenn ich sage, das ist ein Tisch, wenn ich Tisch sage, ist Table auch aktiv. Ich muss es aber sozusagen, hier ist ein Table, sage ich ja nicht. Ja. Warum? Weil obwohl Table auch aktiv ist, knüppel ich das runter, ja, mit ein bisschen
mentale Anstrengung, da merke ich nichts von, ja, aber die läuft in meinem Kopf ab, muss ablaufen, damit ich vernünftig, wenn es halt sein muss, Deutsch oder Englisch reden kann, am Stück, ohne das dauernd zu vermischen. Und diese Art der Kontrolle, die können Sie schon bei Babys mit 7 Monaten nachweisen, die zweisprachig aufgewachsen werden. Die können das schon besser als einsprachig aufgewachsene Babys. 2009 Science Magazine publiziert. Sie können nachweisen, dass solche Kontrollprozesse bei Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind, tatsächlich besser, die können Sie messen und die funktionieren besser. Und wenn Sie Ihr Hirn, einfach dadurch, dass Sie eine zweite Sprache sprechen, immer dann, wenn Sie quatschen, ein bisschen mehr trainieren, weil da noch ein bisschen mehr passieren muss, als nur, was einem halt in den Kopf kommt, rauszusprudeln. Ja, da muss noch ein extra Kontrollprozess, nein, jetzt nicht Englisch, ja, dazukommen. Und diese extra mentale Leistung, die sorgt dafür, dass Ihr Hirn einfach weiter oben ist. Und wenn es dann abwärts geht, ja, dann erleben Sie Ihren Alzheimer nimmer. Wenn es richtig gut läuft. Ja? Nebenbei, der Alzheimer, der fängt oft schon ganz früh an. Also, Sie werden jetzt sagen, ich kenne doch clevere Leute, die haben auch, also aus dem Publikum kommt dann, was ist mit Walter Jens? Ja? Professor und hatte Alzheimer mit 80. Ja, wenn der kein Professor gewesen wäre, hätte er halt mit 60 schon Alzheimer gehabt. Die erste Patientin, die der Herr Dr. Alzheimer mit dieser Diagnose belegte, also die hieß noch nicht, aber er hat die Krankheit bei ihr entdeckt, ja? Die ist mit 51 dran gestorben. Sie können mit 50 an Alzheimer sterben und Sie können bei Soldaten, die im Krieg fallen, junge Männer, schon Alzheimer im Kopf finden. Sie können umgekehrt bei Nonnen ganz viel Alzheimer im Kopf finden, das ist auch passiert, und die hatten gar keine Demenz. Null. Die wurden so kurz vor dem Tod nochmal getestet, gibt es eine Riesenstudie, die hatten keinen Alzheimer und der Kopf, das Hirn war voll Alzheimer. Die waren aber offensichtlich, haben die ihr Hirn richtig gut trainiert und dann ging es, wenn es abwärts ging, waren die immer noch da, die haben ihren Alzheimer nicht mehr erlebt. Ja. Also Sie sehen, wir haben jede Menge Hinweise, dass es hier wirklich Unterschiede in der Hirnentwicklung geben kann. Und einfach, wenn Sie hier zweisprachig sind, dann läuft halt Ihre Hirnentwicklung so. Ja. Und das bringt Ihnen dann hier was. Das ist das Verrückte. Hier kriegen Sie es gar nicht mit. Ja, aber hier bringt es Ihnen was. Ja. Ganz kurz, wie man sich das, also das ist jetzt nicht von mir, das ist alles, können Sie alles irgendwo nachlesen, ja. Das ist sozusagen, wie viel Hirn Sie brauchen, damit Sie es nicht merken, wenn ein bisschen was fehlt, ja. Und wenn Sie mehr haben, ja, denken Sie an die Bilder von Anfang, Sie brauchen nicht ein ganzes Hirn, ja, halbes langt ja. Und dann haben Sie halt noch eine Reserve, ja. Und diese Reserve, die wurde aber gebildet, die ist nicht einfach so da. Ihr Hirn liegt nicht einfach so rum. Mit einem rumliegenden Hirn, was nie was getan hat, können Sie nichts anfangen. Aber mit einem Hirn, was ausgebildet wurde, was sich mit der Welt auseinandergesetzt, was Sprechen, Laufen, Sozialverhalten, alles Mögliche gelernt hat, da können Sie richtig was mit tun. Und wenn das richtig gut tut, dann haben Sie Reserve. Und erst wenn Sie dann da sind, weil viel kaputt gegangen ist, dann kriegen Sie es wieder mit. Ja. Und jetzt ist ganz einfach. Wann Sie jetzt dement werden, das hängt davon ab, wie hoch Sie sind und wie schnell dieser Abwärtsprozess abläuft. Ja? Und da haben Sie alle Kombinationen. Hier, zeig mal. Ja? Das ist der Normalfall, sage ich jetzt mal. Das war das Bild von eben. Ja? Und wenn Sie halt nicht so hoch kommen, dann geht es halt früher sind Sie früher unter der Schwelle und merken, es geht nicht so gut. Wenn Sie richtig hochkommen, ja, dann kriegen Sie keinen Alzheimer. Wenn der Alzheimer ganz milde verläuft, also irgendwas, was Ihr Hirn kaputt macht, ich rede mir jetzt von Alzheimer, Sie können Multiinfarkte, andere Demenzformen, völlig egal was. Ja? Wenn hier wenig Pathologie abläuft, dann müssen Sie nicht immer so besonders schlau gewesen sein und trotzdem erleben Sie Ihre Demenz nicht mehr. Ja? Aber hier, also Helmut Schmidt, ja, raucht wie ein Schlot, Risikofaktoren ohne Ende und ist immer noch fit mit 93. Ja? Das gibt es halt auch. Er ist halt fit und hat offensichtlich gute Gene, die das Hirn nicht schädigen. Ja? Walter Jens, ja, richtig fit und dann ging es wieder runter, weil da lief heftig Krankheit ab. So, ich will Ihnen nur klar machen, so stellen wir uns heute vor, wie es funktioniert. Das ist das, was wir wissen. Und das ist ja nicht nix, ja, so, Entschuldigung, Zweisprachigkeit. Ja. Wissen Sie, wie viel die besten Medikamente gegen Alzheimer bringen? 3 Monate im Durchschnitt. Bei dem einen 5, bei dem anderen nur 1. Aber Sie müssen jahrelang Medikamente einnehmen und dann haben Sie 3 Monate länger. Was Sie vielleicht jetzt alle umtreibt. Ich war neulich in Stuttgart und dann fragte sofort jemand, gilt Schwäbisch und Hochdeutsch auch? Und wissen Sie, wie die Antwort lautet? Die Antwort, also die einfache Antwort lautet, hier ist keine Studie von Schwäbisch dabei, wissen wir nicht. Die ein bisschen cleverere Antwort lautet ganz anders.
Wissen Sie, was der Unterschied zwischen einer Sprache und einem Dialekt ist? Die Antwort lautet eine Armee und eine Navy. Laufen Sie mal von Amsterdam nach Wien. Die Leute, die 50 Kilometer auseinander wohnen, die können sich prima unterhalten. Alle, die 50 Kilometer auseinander wohnen. Aber wenn Sie einen nehmen und mit dem mal 500 Kilometer wandern, dann kann der sich mit dem nicht mehr unterhalten. Ja. Wann hört jetzt Holländisch auf und wo fängt Deutsch an? Die Antwort ist an der deutsch-holländischen Grenze. Das ist die Antwort, die man kann keine andere geben. Ja? Und wir haben 6.500 Sprachen auf der Welt, wir haben keine 300 Länder. Also wir haben aber die verschiedenen Sprachen, weil die dann wirklich sehr verschieden sind. Wenn Sie aber mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Sprache und einem Dialekt, dann kommen Sie, dann, dass das linguistisch überhaupt nicht geht. Es geht wirklich nicht. Und wenn es linguistisch nicht geht, also wenn es gar nicht an der Sprache liegt, dass es ein Dialekt oder eine Sprache ist, sondern wenn es an den Grenzziehungen liegt, ja, unser Hirn kümmert sich um die ziemlich wenig, ja, dann muss folgen, Schwäbisch und Hochdeutsch gilt. Es gibt sogar Studien, die zeigen, wenn die Sprachen sehr verschieden sind, brauchen sie umso weniger Kontrollprozesse, weil das Chinesisch, das streut sich mir nicht so leicht ins Hirn, ja, wie es Englisch, weil das ist so verschieden. Deswegen, Schwäbisch ist schon ein bisschen wie Hochdeutsch wenigstens und deswegen gilt das gerade. Ja? Und deswegen ist es sehr beruhigend zu wissen, dass es sogar für Sächsisch und Hochdeutsch gilt es ja auch. Ja, und für manche, vielleicht sogar für Bayerisch, ich weiß es nicht, aber man kann es vermuten. Ja?